Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Kurzer Zwischenstand. Wir sind so bei 6,3 Millionen. Wir waren sogar schon bei 6,4, fast 6,5. Hier variiert das aber noch ein bisschen. Hier können wir gleich noch aufwerten. Hier ist es so, dass die Spielwaren immer hoch und runter gehen. Ein bisschen tricky. Das werden wir versuchen gleich zu korrigieren. Jetzt versuchen wir erstmal hier aufzuwerten, wenn das irgendwie möglich ist. Das ist die falsche Insel. Hier wollten wir es machen. Können wir nochmal ganz gut Rohstoffe rausknallen. Ja, wir bauen jetzt Schreibmaschinen und Billardtische. Die Schreibmaschinen, nehmen wir mal zwei Schiffchen. Schreibmaschinen, die sind sogar voll. Das ist sehr gut. Und danach noch die Billardtische, da reicht ein Schiffchen. Von da nach da. Die leider noch leer sind. Aber ich hoffe, das pendelt sich jetzt irgendwann nochmal ein. So, hier müssen wir warten, bis die Rohstoffe wieder ankommen. Hier wollte ich die Spielwaren ein bisschen aufpushen. Dafür habe ich die Materialien schon eingeladen. Und hier hatten wir ja noch Platz, weil wir hier was rausgenommen hatten. Ah, da können wir die Guten nochmal einladen. Okay, so und so. Und so. Ziehen auch die Straßen hier rum, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Machen wir hier noch 1, 2, 3 Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Dinger hin. So, dann können die Spielwaren noch anlaufen. Die Billardtische. Können wir das noch ausbauen, dann läuft es vielleicht noch ein bisschen geschmeidiger. Hier können wir noch die Bandstelle reich werden reinmachen. Einmal Nummer 8, Nummer 9 und dann die Nummer 5. Damit sind die noch ein wenig mehr gepusht. Hier können wir noch ein bisschen was upgraden. Ihr braucht auch Violinen. Die sollt ihr bekommen. Violinen, die sind sogar voll. Das ist sehr schön. Die kommen auf 104. Das soll nach 2,15. Und das auch nach 2,15. Die anderen lassen wir erstmal noch. Das soll ja alles noch ein bisschen nach oben gehen. Das. Ah, hier sind die Nähmaschinen auch leer. Aber das pendelt sich häufig hoffentlich noch ein. Ja, wir müssen heute ein bisschen die Artistas auf Vordermann bringen. Hier fehlen nämlich Melonen und es fehlt Kaffee. Und hier fehlen sogar noch die restlichen Waren, die ich schon verteilt habe, auch noch ein paar Schiffe draufgesetzt habe, aber das dauert noch ein bisschen. Ich würde mich jetzt ganz gerne mit euch erstmal den Kaffee setzen wollen. Denn das ist ganz schön stockgeraden. Mal ganz kurz, Benzin haben wir genug, Öl haben wir auch genug. Wo ist denn hier unser Benzinlager? Da. Dann können wir doch kriegen wir hier genug Kaffee rein? Überlege gerade, ob das reicht. Machen wir hier Kaffee rein. So, da müssen wir nur noch ein Item einkaufen, habe ich völlig vergessen. Abflugbereit. Und zwar den Hermann brauchen wir noch. Na, wo bist du denn jetzt? Hermann, Hermann, Hermann. Da, da war er gerade. Es war so klar. Vom Stapel gelaufen.
dass ich ihn wieder überrolle. Also ein klein wenig vorsichtiger dabei sein. Da ist er. So, du kommst bitte hierher. Wir können schon mal das einladen. Und Feras hat man, glaube ich, hier drin. Ja, korrekt. Machen wir mal hier die Straßen richtig. Was habe ich hier eigentlich drin? Holzfäller. Ah, brauchen wir nicht. So, hier in die Kaffeerösterei können wir noch den Marco della Mocca reinmachen. Dadurch kriegen wir noch Kaffeebohnen bei jedem zweiten Arbeitsschritt. Und 50 Attraktivität. 50 Produktivität und 10 Attraktivität. Das hilft uns auch nochmal. Denn dann können wir nochmal weitere Kaffeeröstereien hier reinbauen. Bisschen Strom kommt hier an. Unser Item müsste jetzt auch angekommen sein. Perfekt. Das Schiffchen können wir zurückschicken. So. Ja, Mann. Dann kommst du noch hier rein. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Können hier mal ein paar Lagerhäuser reinballern. Ja, fangen wir an. Der gute Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Dann sollte das zumindest hier besser laufen. Also das ist das, was ich mir davon erhoffe. Ob es dann wirklich so wird, das weiß ich nicht. Okay, cool, der passt da rein, wie gewünscht. So, dann kriegen wir hier noch eine Straße hoch. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ups. Ich muss mal da hinsetzen. Wie ist denn jetzt die Auslastung hier? Wir haben schon genug Kaffeebohnen. Das heißt, in der Theorie könnten wir sogar noch mehr Kaffeeröstereien hier reinmachen, ne? Wo hätten wir Strom noch? Hier. So, was haben wir da drin? Feras, Cecilia und Marco. Oder wie auch immer heißt. Den haben wir schon eingeladen. Ein Feras. Und Cecilia haben wir auch noch. Perfekt. Dann gibt es noch mehr Kaffee. Hier stört eine Straße.
Nein. Hab dich falsch gesetzt. Wenn ich die hier rausnehme, kriege ich da noch einen hin? Nee. Komplett ausgenutzt, das Ding. Gut, dann das. Einmal upgraden, dann gucken wir mal den Status. Jetzt der Kaffeebohnen. Gar nicht mal so schlecht. Wollen wir auch sehr viel noch zusätzlich produzieren. Das war definitiv falsch. Wir machen es anders. Wir machen es mal so. Wieso leckt das dann immer so? Seit neuestem. Hallo? Danke, Spiel. Keine Felder, keine Arbeit. Ja. Keine Performance. Kein Gameplay. So, dann kriegen wir das hier rein. Okay, und mehr können wir schon nicht bauen, weil uns jetzt die Dinger fehlen. Reicht das? Komm schon. Nee, reicht nicht. Dann müssen wir uns mal noch ein paar. Bereit zum Abheben. Entschuldigung, ein paar Sachen organisieren. Und zwar brauchen wir Dampfwegen. Dampf, Dampf, Dampf. Da. Dann bringen wir sie hier runter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich an dieser Produktionszone nochmal weiterbaue, aber. Kaffee scheint so, ich will nicht sagen, ein Problem zu sein, aber etwas, was angegangen werden muss. Denn auf unserer Kaffeeroute wird nicht allzu viel verteilt. War die Schiff hier rüber? Die Route können wir löschen. Route löschen. Dann können wir die nämlich noch auf diese Route mitpacken. Und dann sollte es ein wenig besser laufen. So, Rohstoffe müssten gleich ankommen. Die Fußbälle. Nein, Fußbälle. Da habe ich jetzt drei Schiffe drauf. Oh, nochmal. Zwei von denen mit drauf. So, jetzt aber. So, einen kriegen wir noch hier hin. Perfekt. Oh, leck. Nur beim Felder setzen. Okay, dich können wir noch hier hinsetzen. Ich baue mal einfach mal aus. So, jetzt müssen wir genug Kaffeebohnen haben. Ja, knapp.
Aber wir haben genug. Der Kaffee müsste hier relativ gut produziert werden. 415 Attraktivität. Momentchen mal. Und ich die Fälle hier rauslösche. Das so hinziehe. Das so. Kann ich doch hier noch ein bisschen mehr Attraktivität schaffen, oder? Moment, machen wir das mal anders. Vielleicht können wir noch auf die 450. Haben wir zwar zu wenig Kaffeebohnen, aber das juckt mich jetzt gerade auch nicht. 467. Und ein höheres Lager. 12.000. Sehr cool. Hat funktioniert. Das freut mich. So. Das ist eine wahrhaft bedeutende. Das heißt, Kaffee müsste ja auch bald laufen. Melonen. So, im Moment lädst du sie da aus. Da sind noch Artistas. Artistas. Und Artistas. Machen wir sie nochmal speziell so hier rundherum. Dann kommst du nach 303. Dann hätten wir das da auch erledigt. Ja genau, hier fehlen sie auch. Fußbälle, Mezcal. Parfüms. Hier Schiffe eigentlich, ne? Denn was wir hier eigentlich tun, ist ja, die neue Welt ein wenig besser zu bereinigen. Oh, wir sind bei 6,5 Millionen nebenbei. Wuhu! Zu bereinigen, damit wir mehr Post generieren, damit wir hier mehr Einwohner haben und nicht mehr so ein Postproblem haben. Das ist eigentlich so das Ziel, so ein bisschen dahinter. Hier können wir nochmal eine ganz große Upgrade-Session machen, um mal in den 6,5 zu bleiben. Oh, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt müssen wir mal ganz kurz die Lage checken. Produktion Kekse passen. Schreibmaschinen passen auch sehr gut. Der Cognac passt auch. Und Spielwaren auch sehr gut. Das ist doch schön. So, was ich nochmal schauen wollte, ist, dass ich ja hier... wie heißen sie? Was bringen wir denn noch darüber? Billardtische. Die bringe ich hier rüber. Aber ich will sie aus dem Cup holen, bitte. Und zwar von 304. Ich glaube, da läuft die Produktion einfach besser. Keine Violinen. Ja, hier sind die Billardtische voll. Und da können wir noch drei Schiffe mit draufpacken. Dann sollten die nämlich auch laufen. Und hier noch mehr Einwohner reinkommen. Noch in 100 Jahren wird man darüber reden. So, hier sieht es dann mittlerweile ziemlich gut aus. Hier sind noch die Spielwaren. Das verstehe ich nicht so ganz, dass die Spielwaren hier runtergehen. Hier reichen zwei Schiffe. Ich habe hier nur eins drauf. Deswegen vielleicht.
Ja, doch das mit den Spielwaren. Kaffee. Würde ich sagen, nehmen wir nochmal das drauf, wo auch der Kaffee drin ist. Dann haben wir das nochmal ein bisschen besser organisiert. Oh, Bedürfnisse. Das bringen wir schon alles hin. Sehr gut. Ach ja, Einwohner. Müssen wir halt wirklich abwarten, bis sich das hier alles so ein bisschen etabliert. Mezcal. Haben wir genug Mezcal? Ja, eigentlich schon. Habe ich halt 4 Schiffe drauf. Machen wir nochmal 2 on top. Parfüm ist voll. Das ist so schön zu sehen. Gut, Celluloiden nicht. Fehlt immer noch Baumwolle. Ah, wo haben wir es denn? Ah, hier Baumwolle, hier war Baumwolle. Hm. Ja, die kommen kaum mit der Produktion nach, ne? Aber ich habe ja auch nicht mehr viel Platz. So, hier fehlt nur der Kaffee, was richtig gut ist. Hier fehlt alles. Selbst die Tortillas. Tortillas, machen wir mal ein separates Schiffchen hin. Das war das letzte, was wir haben. Aber die anderen werden nach und nach produziert. In die neue Welt und zwar zu den Artistas. Weil allein die 5 Einwohner bringen. Den Rest haben wir organisiert. Parfüm. Das sind auch 4 Schiffe, die hier rumschwirren. Wir nehmen einfach noch die dazu. Wohin soll's gehen? Hier staut es sich ein wenig. Okay, ich verstehe. Weil hier wieder einer nicht wollte. Vorwärts! Das hatten wir doch schon mal das Problem, ne? Wir sind abflugbereit. Blockieren sich halt selber. Bereit zum Abheben. So, mal gucken, ob du jetzt gleich abhebst oder ob du wieder blockierst. Ein Feuer ist. Entschuldigung. Du hast schön schnell ausgeladen. Hier sind auch nicht viel drin, ne? Und schon sind wir wieder bei 6,3 Millionen runter. Oder auf 6,3 Millionen runter. Yep, yep, yep. So, ihr seid 4. Ja, es wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, dass wir das hier noch so ein bisschen sauber hinbekommen. Aber jetzt heißt es wieder laufen lassen und hier brennt es leider. Okay, das müssen wir abwarten. Was war es denn gerade hier? Wohin soll's gehen? Ja, fahr bitte hin. Und lande. Okay, es funktioniert wieder. Hat der eine blockiert. Mal ganz kurz schauen. Produzieren wir genug Kaffee nur hier?
Tja, bei weitem. Aber das ist ja mal gar kein Problem. Ja, Theorie könnte ich ja so eine Baumwolle reinmachen. Also hier, da so. Können wir den später nochmal Angriff nehmen. Jetzt fehlt Stahl. Wie ist denn so Zelluloid hier? Aluminium geht nach unten. Motoren sind auch sehr weit unten. Dafür sind die Kabel voll. Zelluloid geht. Es geht zumindest nach oben. Was ja schon mal sehr gut ist. Hier sieht es auch sehr gut aus. Die Schiffe produzieren also noch 28 in der Pipeline. Irgendwas sind so die letzten, die wir brauchen werden. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. So, Sekt kommt hier an. Was ist denn die Kaffeeroute? Wieso lädst du den Kaffee eigentlich auf Manola aus? Das kann doch raus. Deswegen hier das an Stocken. Kaffee müsste doch hier randvoll sein. Wo ist er denn? Ja. So, auf Produktion lädst du ein. Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Juri, dann würde ich sagen, warten wir das mal ab. 6,54 Millionen. Schöne Zahl, gefällt mir. Das reparieren wir noch ganz kurz zusammen. Upgraden können wir jetzt gerade nicht viel. Noch so ein bisschen noch. Juri, meine lieben Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und schauen, was wir da noch fixen können. Bis dann. Ciao, ciao.